Inferno-Kohn-Besteiger vom Craters of the Moon National Monument, wo ich mit dem Annual Pass natürlich kostenlos reinkam. Das kostet das $8. Ist wieder on the road again. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Das Wetter fixt mich hier ein bisschen an, obwohl so richtig gut ist es nicht. Aber natürlich deutlich besser als in Yellowstone. Und auch nicht so kalt. Ich habe die Rangerin gefragt, wenn ich so Richtung Portland unterwegs bin, das war ja erstmal meine Planung, ne? Aber ich bin echt langsam am Überlegen, ob ich die über den Haufen schmeiße. Naja, wenn ich in Richtung Portland unterwegs wäre, wo denn die nächste Übernachtungsmöglichkeit wäre? Sagt sie ja Boise. Das ist die nächstgrößere Stadt. Die ist 160 oder ja, 160, 170 Meilen entfernt von hier. Meilen. Und dann habe ich mal auf die Karte geguckt, auf die Map. Und da habe ich mal geguckt, wo Portland liegt. Und dazwischen liegt jede Menge Wald, was richtig zeitraubend ist. Devils, Hells Canyon und so. Da habe ich alleine schon ein ganz kurzes Stück fast den ganzen Tag gebraucht, 5 Stunden. Nee. Also, machst du nicht, ne? Und hinzu kommt ja nur noch das hier oben. Idaho, Washington, die Ecke, die nächsten Tage schlecht Wetter ist. Und das Wetter fixt mich hier echt an. Naja gut, es ist nicht toll. Aber deutlich besser als das, als der Regen und das Dreckwetter gestern in Yellowstone. Was ja erst am Abend losging. Aber das bleibt die nächsten Tage so.
Und auch in Idaho so. Also im Nordteil von Idaho. Und den Bereich, den ich eigentlich geplant habe zu durchfahren. Ich bin drauf und dran, das über den Haufen zu schmeißen. Heute ist nämlich Samstag. Und wenn ich in Portland ankomme, dann brauche ich bestimmt 3 Tage. Und dann muss ich die ganze Strecke noch zurück nach Las Vegas. Das heißt, ich bin nur am Autofahren. Also ich kann mich gar nicht konzentrieren auf irgendwelche Sachen oder mal irgendwie was genießen. Das ist denn so eine Tour, wo man schon wieder mindestens 2 Wochen oder eher 3 Wochen braucht. Ich weiß nicht, ob ich das über den Haufen warf. Das war ja auch sowieso nur angedacht. Ne? Ich sagte ja, wohin mich der Wind treibt. Nach Boise treibt der Wind mich heute nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, heute ist Samstag. Fahr mal nach Jackpot und besorg. Vielleicht kriegst du da am Samstag doch noch ein billiges Zimmer. Wenn nicht, gibt es doch Optionen 2 und 3 zurück nach Twin Falls, mir da ein Motel suchen. Oder weiter wieder nach Wendover, so weit weg ist das nämlich von Jackpot auch nicht. Nach Nevada erstmal wieder rein. Und ja, und da dann erstmal nächtigen. Und überlegen, was machst du jetzt? Weil so weit ab von der angedachten Strecke ist das jetzt auch nicht. Spielt nun keine Rolle. Wobei Boise wäre jetzt eigentlich auf dem Weg. Ne? Aber dann hänge ich fest. Ne? Wenn ich mir das dann anders überlege, habe ich keine Option mehr. So, Nevada ist eine ganz coole Geschichte. Da kann ich sagen, okay, ich mach's doch. Ich check dann heute Abend nochmal die Wettersituation in dem Bereich. Aber Tiefdruckgebiete, ich habe das schon vorgestern gecheckt, kommen Tiefdruckgebiete, die sind jetzt in Washington und ziehen quer rüber. Also das bedeutet Regen, ne? Regen und Dreckwetter. Und in Nevada ist das Wetter super, ne? Arizona, also der ganze Südbereich, ist astrein. Nun kann ich natürlich auch Folgendes machen. Ich lasse euch mal so an meinen Gedanken teilhaben. Dass ich einfach wieder Richtung Süden fahre, mir da einfach irgendwas ausdenke, ne? Und einfach da ein bisschen rumtreiben lasse. Weil heute ist Samstag, Freitag muss ich ja schon wieder in Vegas sein. Also den Freitag ist ein Autofahrtag. Also hätte ich nur noch den Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also 5 echte Tage. Ja, was macht man mit 5 echten Tagen? Ne? Also so eine Riesentour von Portland und die Küstenstrecke runter. Ich weiß, dass mit der 101 oder der 1, so schön die auch ist, aber die kostet richtig Zeit. Ne? Da muss man richtig, richtig Zeit haben und vor allen Dingen, man muss auch wechseln können. Mein Problem, was ich nämlich habe hier unterwegs, durch diese enorme Entfernung, werde ich hier manchmal richtig müde. Und das ist auch der Grund, warum ich so oft die Videos mache. Oder warum ich öfter mal Videos mache. Sobald mir nämlich langweilig wird... Moment. Also einige... Ja, da stand wieder einer und da kam ja wieder einer entgegen. Und das mache ich eigentlich ungern, wenn man so stehenden Autos vorbeifahren. Nicht, dass ich die noch dor, ne? Also der macht die Tür auf und ich halte die Tür ab, weil ich eben nicht weiter nach links rüberkam, weil ich Gegenverkehr habe. Ich stehen geblieben. Ja, das ist der Grund, warum ich übrigens die ganzen Videos auch mache. Da bin ich hier nicht wegpennen, ne? Weil solche Strecken, die muss man einfach, man muss es mit 2 Mann machen. Da kann man sich abwechseln und der eine, der Beifahrer, der arbeitet da irgendwas aus, wenn es dann spontan läuft, wenn man es nicht schon vorher gemacht hat. Und der Fahrer, der knistert die Strecke runter, fertig. Und dann wechselt man sich mal alle paar Stunden ab und dann macht der eine fährt und der andere arbeitet wieder was aus, ne? Und sagt, oh ja, pass mal auf, wir können auch das machen. Und das habe ich auch noch gefunden. Und das können wir auch noch machen. Das kann ich ja jetzt alles gar nicht. Ne? Das hätte ich alles vorher machen müssen. Aber das hatte ich nicht geplant, weil ich kann dieses Jahr mal keinen Bock hatte auf diese ganzen vorgeplanten Geschichten. So. Und ich habe... Vegas gefiel mir ja auch noch sehr gut. Jetzt habe ich auch noch die Option, das kann ich auch noch in Betracht ziehen, dass ich 2 Tage früher in Vegas ankomme. Und ich habe ja meine letzten 4 Tage verbringe ich in Vegas. Dass ich dann einfach sage, okay, dann mache ich 6 Tage draus. Ne? Auch nicht schlecht. Weil ich weiß ja die ersten Tage in Vegas, wie schnell die vergingen. Ne? Das rennt da ja. Und das ist ja immer ein Zeichen dafür, wenn man die Zeit vergisst, dass man da also viel Spaß hat. Und ich habe da ja in Vegas sowieso immer viel Spaß. Ne? Kann ich auch machen. Dass ich da noch so ein paar Schillertage reinhaue. Ne? Bin ja im Urlaub hier. Ne? Und gefahren habe ich schon genug. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt 5.000 oder 6.000 Kilometer schon runter. Ne? 5.000 oder 6.000. Ich bin jetzt bei fast 26.000 Meilen. Mit 23.000 habe ich den gekriegt. Ne? Also ich habe hier schon wieder den Stiefel weggemädert. Ne? Das ist ja mal eine Woche ganz witzig. Ne? Aber, boah, ey, das geht gar nicht. Ne? Das geht echt gar nicht. Oder ganz alleine. Scheiße. Das nervt dann schon. Ne? Und
diese Portland-Geschichte mit dem Küstenhighway, ich bin fast drauf und dran, das zu canceln. Ne? Um mir irgendwas anderes auszudenken. Scheiß drauf, echt. Ich will mich erholen. Ne? Und hier dich einfach nur Meilen machen und auf Teufel komm raus. Ne? Das muss nicht sein. Morgens früh aufstehen, um 6 aufstehen, damit man dann um 7 auf der Piste ist. Und ach, Mann, so ein Scheiß, ne? Von morgens bis abends in Gang geht. Das ist ja okay, wenn du in Yellowstone bist, dann hast du ein festes Hotel. Aber wenn du dann noch die Hotels suchen musst oder immer noch gucken, wo ist das die nächstgrößere Stadt. Ich war in, wie ist der noch? Arco. War ich noch in Arco. Und da hatte ich schon geguckt wegen Motelzimmern. Ne? Ich habe da 2 Motels oder 3 Motels und eins ganz sicher als das andere. Ne? Da dachte ich, ey, das hast du nicht. Das, ne. Also richtig die verwesten Kästen. Ne? Also noch nicht mal Kette irgendwas, ne? Wo du weißt, okay, denn das kriegst du für dein Geld. Ne? Also so ein Ernstkram habe ich jetzt halt momentan überhaupt keinen Bock mehr. Ne? Bin ich ein bisschen verwöhnt. Ne? Die ganze Zeit gute Hotels gehabt, also will ich auch weiterhin gute Hotels haben, ne? Die auch bezahlbar sind. Ja, ich weiß das alles noch nicht so genau, wie ich das jetzt mache. Ne? Also ich bin ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Unzufrieden bin ich bloß jetzt mit meiner Planungssituation, was ich also zuerst geplant habe. Ne? Weil oben scheiß Wetter ist und das macht mich dann richtig unzufrieden. Ne? Schlechtes Wetter, ne? Ich habe keinen Bock durch Regen zu fahren oder durch das Gebirge oder piss das da und schwarzer Himmel, dunkler Himmel. Und nee, das tönt mich total ab. Ne? So, und jetzt will ich dann in Jackpot oder Wendover, je nachdem. Dann schließe ich sozusagen mein Yellowstone-Kreis. Da bin ich ja auch gestartet, um da hinzufahren. Da will ich dann versuchen, heute Abend irgendwie günstig unterzukommen. In Wendover sowieso. Dann fahre ich da Model 6 zur Not auf die Utah-Seite. Das kenne ich da ja schon. Das ist gar nicht so übel. Und ja, und dann einfach mal schauen. Ne? Und dann will ich mal heute Abend mal in mich gehen. Nochmal genau die Wettersituation abchecken. Worauf ich nämlich auch Bock hätte. Also eins von meinen Must-See-Sachen war ja der Crater Lake. Aber wie gesagt, Crater Lake zu früh eigentlich. Ne? Wir haben den 17. Mai. Das könnte durchaus sein, dass das da alles gesperrt ist. Auch wieder wegen Schnee. Ne? Aber das könnte ich vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Ne? Mal schauen. Also ganz so sicher bin ich mir da mittlerweile gar nicht mehr. Ne? So, jetzt mache ich erstmal hier Tempomat an. Moment. Ich wollte nicht mal auf den Tacho achten. Fahre ich jetzt einfach mein Stiefel und auch nur noch lenken. Ja, ihr merkt, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich natürlich auch Bock, da diesen Küstenhighway und Portland mir anzugucken, weil ich da ja noch nie war. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Kilometer angucke, die ich wieder nach Vegas zurück will. Akku leer. Ja, meine Akkuschwächeln langsam von meinen Kennen. Ne? Die sind ja nun auch schon 3 Jahre alt und oft benutzt. Also klar, die haben nicht mehr die Leistung, die sie sonst mal hatten, wo ich sie gekauft habe. Ne? Ja, Lithium-Ionen und die sterben so langsam. Ne? Noch geht's, aber irgendwann muss ich die mal austauschen. Wo ich stehen geblieben, ja. Ihr merkt, der Perl ist hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite hätte er natürlich Bock, auf der anderen Seite denkt er sich auch, oh nee, ich bin hier im Urlaub. Ich check das heute Abend einfach mal ab. Ich will mal gucken, was Vegas... Samstag, ne? Was Vegas nächste Woche kostet. Also 2 Tage extra nochmal, ne? Wenn das noch bezahlbar ist, also nicht zu teuer und relativ günstig, dann buche ich nochmal 2 Tage extra. Ja, dann könnte ich das Ganze, die ganze Tour ein bisschen verkürzen. Wenn das natürlich zu teuer ist, dann mache ich dann Plan B, dass ich wirklich nochmal über dem Lassen Volcanic National Park zum Crater Lake fahre. Aber von da muss ich wieder zurück. Na, Scheiße. Oh Mann, ich bin hier in der Ortschaft. Deswegen hupt der hier auch dauernd. Hier darf ich gar nicht so schnell. Ne? 25. Oh, 25. Ich nagel hier längs. Ne? Das kommt davon. Ne? Video machen und Auto fahren. Ne? Ja. Hier ist übrigens so eine Ortschaft. Ich kann es euch ja mal zeigen. Da ist nämlich auch schon. Ist das der Sheriff da? Nee. Das ist nicht der Sheriff. So sieht so eine Ortschaft hier aus. Ne? Ja, rechts und links. Fire Department ist das. Rechts und links ein paar Häuschen. Und dann ödelt man hier mit 25 durch. Ein paar Häuschen. Hier noch ein paar Häuschen. So typisch amerikanisch, wie man es kennt. Jetzt weiß ich gar nicht, was für eine Ortschaft das hier ist.
gar nicht geguckt. High School City of Kerry. Okay, wir sind in Kerry. In Kerry. Kerry, Kerry. Ja, ich habe ein bisschen Bock auf Sonne und Wärme und kurze Hose. Ich renne hier nämlich schon wieder rum. Hier seht ihr mit meinem Pulli. Im Craters of the Moon war das. Habe ich den Pulli auch angehabt. War das tierisch stürmisch? Na gut, das kann man nur überall haben. Das kann man auch in Nevada haben, dass es stürmisch ist. Ja, hier. Jetzt sind wir gleich durch Kerry. Habe ich euch mal mitgenommen durch Kerry. Jetzt habt ihr Kerry kennengelernt. Vielleicht mache ich noch ein bisschen länger Vegas. 6 ganze Tage Vegas wäre auch geil. Hätte ich auch schon Bock drauf. Weil ihr wisst ja, die Stadt liebe ich. Das ist ja mein zweites Zuhause, ne? Und macht da nochmal ein bisschen Halligalli. Und nochmal Füße hoch, ne? Und vor allen Dingen schön Wetter, ne? Hat auch was. Habe ich auch Bock drauf. Für euch ist das natürlich ein bisschen langweiliger dann, ne? Weil ich dann ja mein eigenes Ding da wieder durchziehe, ne? Und nichts ist uninteressanter als mein eigenes Ding, ne? Aber letztendlich ist ja nicht wichtig, was ihr wollt. Oder ja, was ihr wollt, sondern was ich gut finde. Ne? Aber ich weiß es nicht. Mensch, sagt mir, helft mir doch mal. Gib mir doch mal einen Tipp. Man sollte immer dem Bauchgefühl folgen, ne? Ja. Vor allem, wenn ich da jetzt auch nach Portland hochknister. Oh Mann, der wird ja arm spritmäßig, ne? Das ist richtig teuer geworden hier mit dem Sprit, ne? Na gut, und die Kiste, die säuft natürlich auch ganz gut, ne? Aber geil, geiles Auto, ne? Richtig cooles Auto. Twin Falls, 62 Meilen. Von Twin Falls sind es, glaube ich, nochmal 52 bis Jackpot. Geht noch. Sind 50 Meilen weniger als nach Boise. Naja, gut, wenn ich in Jackpot nichts finde, muss ich nochmal ranmetern hier nach Wendover. Aber ist auch nicht schlimm. Ich check heute Abend, ich meine, wisst ihr, wie ich das mache? Ich check heute Abend erstmal die Wettersituation. Und dann checke ich die Kostensituation in Las Vegas. Strafwehrtechnisch. Und dann mache ich das so. Wenn das Wetter hier oben nämlich scheiße ist, die nächsten Tage. Na gut, jetzt hier im Süden von Idaho, dicht an Nevada dran. Ihr seht schon, dass es besser ist. Ne? Und ich weiß, in Nevada, ich habe ja Wetterschindel geguckt. In Nevada ist richtig geiles Wetter. Da scheint die Sonne, da ist also richtig Hitze angesagt. Ne? Und darauf habe ich Bock, auf Hitze. Ne? Nicht mehr auf Pullis. Auf Schuhe, hier auf diese feste Schuhwerk, Socken und eine lange Hose. Ich habe Bock auf Sandalen, kurze Hose und eine Hitze, ne? Dass ich Arschwasser kriege. Ne? Ja, das hast du hier oben nicht. Ne? Ja, so langsam komme ich mallemäßig drauf. Ne? Heftig. Aber egal. So Urlaub, ne? Was habe ich ja gesehen. Ist ja okay. Dann bin ich auch sehr zufrieden mit. Bisher. Mit allem. Habe echt Spaß gehabt die letzten Tage. Ne? Aber mir geht die Fahrerei auf die Eier. Ne? Mir geht die Fahrerei massiv auf die Eier. Und das ist eben die Überlegung, die dahinter steht. Ne? Ich überlege mir da mal was. Ihr merkt, ich mache das mal ganz spontan. Weil so viele Tage habe ich ja sowieso nicht mehr. Wenn ich da so weit rausfahre nach Westen, oh, dann muss ich die ganze Strecke runter nach Süden und dann auch noch nach Las Vegas rein. Ne? Ui. Hey! Habt ihr gesehen? Es regnet. Ein bisschen erschrocken eben. Von diesen Wassersprinklern hier. Ne? Da hätten die auch meine Frontscheibe richtig besprenkeln können. Boah, ganzen Leichen hier wieder. Ne? Ja, meine lieben Dampfer. Meine lieben Dampfer. Heute Abend dampfe ich erstmal schön ein. Und dann überlege ich mir mal was. An dem bin ich aber ausgewichen. Aha, bin der Fuchs. Ja, machen Sie Ihre Kartoffeln wieder nass. Oder was weiß ich, was Sie hier gepflanzt haben. Ich glaube Kartoffeln. Ja. Ich glaube. Eine andere Idee wäre jetzt zurück nach Reno, aber das ist ja krank, ne? Weil ich bin ja von Reno bis Wendover. Oh Mann, das ist ja auch wieder eine riesen Strecke.
So als Abkürzung, dachte ich, ne? Dass du einfach bis Reno, ich fahre bis Reno und dann von Reno dann rauf. Und da suche ich mir dann einfach zum Pennen, ne? Um abzukürzen, um schnell diese Strecke abzumetern, ne? Aber das ist genauso krank, ne? Weil die ganze Strecke muss ich auch wieder zurück und dann noch nach unten, ne? Ich glaube, ich ziehe die Wärme dem Regen vor. Aber wie gesagt, das werde ich heute Abend alles entscheiden. Heute Abend will ich mal googeln, wettertechnisch, was hier oben in Idaho, Washington los ist und im Norden von Kalifornien. Und wenn da Land unter ist, also Tiefdruckgebiet, dann fahre ich da nicht hin. Da verplempe ich mich, also versaue ich mir nicht meine letzten Urlaubstage mit Regen. Ne? Also meine letzten Fahrtage. Und dann Unfahrerei und dann auch noch Spritkosten. Ne? Um zu gucken, wie es regnet. Nee, das mache ich dann nicht. Dann ist definitiv die Entscheidung gefallen. Ne? Wenn die Sonne scheint, dann überlege ich mir was. Abkürzungstechnisch. Machen wir so. So, jetzt habt ihr mal meinen Gedankengang, meinen Gedankenstrang live mitbekommen. Jetzt habe ich mal laut gedacht. Ihr merkt schon, ich habe auf beides Bock. Ne? Füße hoch habe ich Bock, aber auch so Portland bis Portland durchheizen. Die Gegend hätte ich auch Lust. Ne? Und den Küstenhighway runter, das ist auch schön. Ne? Ja, aber Sprit fahren, die ganzen Kilometer und kämpfen, ne? Ich kämpfe manchmal. Alleine scheiße. Ich meine, allein, ihr kennt mich. Ich habe kein Problem, da mal so 6.000, 7.000 oder auch 10.000 Kilometer wegzumähen, ne? Aber schön ist anders, ne? Wenn man sich nicht abwechseln kann. Mit Anja, wo ich ja letztes Jahr los war, das war natürlich gut. Weil dann saß Anja hier und dann war ich dann schon dröhnig und dann habe ich gesagt, hast Bock weiterzufahren? Ja klar, dann ist sie weitergefahren, dann kann man sich schön erholen und dann war ich schon immer am Blättern und überlegen, was macht man und so. Was könnte man und wo könnte man noch und ne? Aber das hatte ich schon alles ziemlich gut vororganisiert, die Tour. Vorgeplant, hat auch gut funktioniert, also war ja fast alles bis ins, ein paar Tage waren noch offen. Aber im Grunde genommen habe ich den gesamten Urlaub durchgeplant gehabt und das habe ich dieses Jahr mal nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte auf alles planen. Ne? Habe auch schon wieder eine ganze Menge geplant. So, und diese Tage hier, das ist eben das Ungeplante, ne? Wo man eben frei entscheiden kann und alles umwerfen kann, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ne? Und das ist eben das Tolle dabei. Man bleibt flexibel. Ne? So hat man Bock da jetzt hochzufahren, dann macht man es. Ne? Hat man so wie ich jetzt eher keinen Bock da drauf, weil man schon so viel gefahren ist und weil das Wetter wahrscheinlich scheiße ist. Ne? Das muss ich aber heute Abend noch mal googeln, weil meine Informationen sind ja 2 Tage alt. Kann sich ja in 2 Tagen kann sich immer noch eine ganze Menge ändern. Ne? Ja, schauen wir mal. Ja, meine Freunde, ich hab noch 107 Meilen zu fahren. Oh. Ja. So, tschüss.